Herzlich willkommen zu Plenum TV hier bei Regionalfernsehen Oberbayern. Die letzte Plenarsitzung vor den bayerischen Kommunalwahlen wurde natürlich genutzt, um noch einmal grundsätzliche Positionen und populäre Maßnahmen zu platzieren. Dazu gehörte auch die Neuregelung des Abgeordnetengesetzes. Über alle Parteigrenzen hinweg setzt man jetzt auf Transparenz und Kontrolle durch den Rechnungshof. Bayern verfügt jetzt über eines der schärfsten Abgeordnetengesetze. Wir können es unter das Motto stellen, wir wollen Transparenz schaffen. Mit einem besonderen Ethos vorangehen. Ein Abgeordnetengesetz sorgt für Transparenz und für klare Regeln. Ein weiteres Thema wird kontrovers gesehen. Die SPD will öffentliche Aufträge zukünftig nur an Tarifpartner erteilen lassen. Kein Lohndumping auf öffentlichen Baustellen, heißt es. Ich finde natürlich ganz wichtig, die öffentliche Hand muss immer eine Vorbildfunktion übernehmen. Und wenn wir uns als Gesellschaft für den Mindestlohn aussprechen, müssen wir natürlich von der öffentlichen Hand aus nur an Unternehmen Aufträge vergeben, die diesen Mindestlohn einhalten. Hierzu kann man sagen, dass der Antrag der SPD eigentlich ins Leere läuft, da ja alles im Koalitionsvertrag bereits geregelt ist. Zum 01.01.2017 wird das absolut greifen. Und auch jetzt ist es in Bayern schon so, dass absolut nach Tarif gezahlt wird. Der SPD-Gesetzesantrag zu Mindestlöhnen bei öffentlichen Ausschreibungen wurde abgelehnt. Ein weiteres Thema betrifft das Instrument der Volksabstimmung. Die Freien Wähler wollen sie in die Verfassung aufnehmen lassen. Stichwort mehr Bürgerbeteiligung an der politischen Willensbildung durch Volksabstimmungen. Das ist eine ganz klare Vorgabe unseres Ministerpräsidenten, der Wunsch, hier ein Instrument zu installieren für die Volksentscheide. Und ich finde, dieser Antrag kommt erstens viel zu früh, ist viel zu wenig durchdacht, weil Volksentscheide tatsächlich immer wieder, man hat es ja in der Vergangenheit gesehen, immer wieder auch zu großen Debatten führen. Man darf es einfach nicht unterschätzen, aber es ist auch für die Zukunft gesehen eine große Gratwanderung. Wie geht man tatsächlich damit um? Man muss das sehr gut abwägen, um dann ein perfektes Konzept vorlegen zu können. Und da arbeitet die CSU natürlich dran. Aber man könnte vor allem die Beteiligung stärken, indem man Gemeinderatssitzungen hauptsächlich öffentlich macht und die nicht öffentlichen Teile auf einen ganz geringen Teil beschränkt. Da würde mich also quasi auf der untersten Stufe, da geht es ja schon mal an, dass man den Bürgern ermöglicht, überhaupt teilzunehmen an der politischen Arbeit. Das war Plenum TV mit den aktuellsten Themen und Meinungen aus dem Münchner Maximilianeum.